mal wieder Schiedwetter hier im Norden bei uns in Hannover und deshalb haben wir uns ein trockenes Plätzchen gesucht. Aber es wird trotzdem sonnig, denn wir bringen südamerikanisches Flair in die HDI Arena mit unserem brasilianischen Neuzugang Jonathas. Hola Johnny, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, estoy muy bien. Wie macht dir das triste Wetter hier in Deutschland? Wir sind jetzt hier reingegangen. Wie sehr macht dir das triste Wetter zu schaffen, das deutsche Wetter? Das Wetter ist sehr trist hier im Moment. Ich als Brasilianer bin dann natürlich anderes gewohnt, aber man muss sich daran gewöhnen, weil es ja gerade mein Zuhause ist. Daher gilt es, sich mit den Gegebenheiten anzufreunden. Dein Weg hierher in das neue Zuhause war nicht so ganz einfach. Du bist mit 19 Jahren nach Europa gewechselt, nach Holland zu AZ Alkmaar und hast die Sprache nicht gesprochen, bist komplett in ein neues Land gegangen. Wie schwierig ist das, dort groß zu werden, beziehungsweise mit so einem jungen Alter dorthin zu wechseln? Auf der einen Seite war ich mit 19 Jahren natürlich jung, aber letztendlich konnte ich den Traum leben, den noch viele andere Jungen in Brasilien haben, in Europa Fußball spielen. Für mich ist mein Traum Realität geworden. Das hat mir über die Zeit hinweg geholfen, weil ich mir immer vor Augen gehalten habe, wo ich mich gerade befinde. Du hast in den letzten 7 Jahren für 9 Vereine hier in Europa gespielt. Du hast in der Vergangenheit in einem Interview mal gesagt, dass du das Gefühl hast, dass die Bundesliga ganz gut zu dir passt. Kann es sein, dass du auch in Hannover dich irgendwie, dass du dort ankommen kannst und dich wohlfühlen kannst, auch für eine längere Zeit eventuell? Ja, es waren einige Clubs auf einen längeren Zeitraum betrachtet, aber doch öfter ein Wechsel. Das hatte auch damit zu tun, dass es nicht immer überall gepasst hat. Meine Lebenseinstellung ist die, wenn es nicht richtig passt, soll es eben nicht so sein. Da gibt es für mich keinen Grund, das länger hinauszuzögern. Ich habe eine neue Herausforderung gesucht und inzwischen bin ich in der Bundesliga angekommen und fühle mich hier in Hannover sehr wohl. Für mich ist entscheidend, den Erfolg gemeinsam mit der Mannschaft weiterzuführen. Wir haben als Team viel erreicht. Wir stehen in der Tabelle sehr gut da. Das bedeutet aber natürlich auch, dass wir weiter hart arbeiten müssen, damit es dabei bleibt. Wir haben eine kurze Woche in der Bundesliga. Ist denn für dich die 4:0 Niederlage vom Sonntag schon abgehakt, wenn es jetzt am Freitag schon direkt gegen den nächsten Gegner geht? Das Spiel gegen Bremen war vom Anfang bis zum Ende einfach ein schlechtes Spiel von uns. Das muss man auch so stehen lassen. Aber wichtig ist es dabei, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Wir haben viele Dinge falsch gemacht. Dementsprechend müssen wir darauf den Fokus legen, die Dinge besser zu machen, auch wenn die Woche kurz ist. Wichtig ist es, positiv zu bleiben, Erfahrungen daraus zu sammeln und sich auch die Gründe vor Augen zu halten, um es jetzt am Freitag besser zu machen. Natürlich wollen wir hier zu Hause die 3 Punkte behalten. Stuttgart ist Mitaufsteiger, gegen die haben wir in der vergangenen Saison ja auch schon das ein oder andere Spiel bestritten. Mit einem Sieg könnte Stuttgart in der Tabelle an uns vorbeiziehen und für uns geht es eigentlich darum, die größtmögliche Distanz zu den Abstiegsplätzen zu schaffen. Was wird das für eine Partie? Wird das ausgeglichen? Wird das besonders schwierig? Oder was rechnest du, mit was für einer Partie rechnest du dann? Wie viele Spiele in der Bundesliga wird auch diese Partie für mich ein ausgeglichenes Spiel sein, weil das Niveau der Mannschaften bis auf 2, 3 Ausnahmen sehr ähnlich ist. Da wird es für uns ganz entscheidend sein, dass wir wieder mit dem richtigen Fokus in die Partie reinkommen. Grundsätzlich sind alle Partien erst einmal hart und umkämpft. Und am Ende entscheiden Kleinigkeiten. Gerade hier zu Hause ist es wichtig, dass wir auch die Punkte holen, um weiter unser Punktepolster aufzubauen und auch möglichst weit von den Abstiegsplätzen wegzubleiben. Und nun bringen wir es auf den Punkt. Wie kann Jonathas am Freitagabend die VfB-Innenverteidiger Baumgartel und Badstuber schwindelig spielen? Für mich als Stürmer ist natürlich entscheidend, die meisten Schmerzen fügt man seinem Gegner mit Toren zu. Da muss man weniger schwindelig spielen. Jetzt haben wir noch 3 Tage bis zum Spiel und wir werden auch im Training schauen, wie wir die Situation kreieren können, damit es dazu kommen kann.
Aber wenn es am Ende so ist, dass ich den Siegtreffer vorbereite und wir dadurch das Heimspiel gewinnen, dann ist das genauso gut für die Mannschaft. Pero se não há gol, se há assistência e salimos com a vitória, importante é o mesmo. Perfeito, obrigada.